Liebe Genossinnen und Genossen, zu einer ganzen Reihe von Bilanzpunkten haben Diskussionsteilnehmer, vorrangig Ministerinnen und Minister, auch schon was gesagt. Minister waren es bis jetzt, Minister. Na, die Ministerin kommt dann noch. Auch sind die Konfliktlinien munter auf den Tisch gezeichnet worden. Und ich denke, so wie dieser Parteitag als Arbeits-, als Diskussionsparteitag konzipiert ist, so werden wir ihn auch nutzen. Und ich möchte vor diesem Hintergrund unterstreichen, dass für mich wir gemeinsam die Partei, die Fraktionen im Landtag und Bundestag, in den Kommunen, unsere Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter und die Regierungsmitglieder sind. Das heißt, für mich ist der Auftrag, diesen Koalitionsvertrag umzusetzen, nicht einer, der sich auf Landtagsfraktionen und Ministerinnen beschränkt, sondern das ist der politische Auftrag, den der Landesparteitag für uns gemeinsam als Verband beschlossen hat. Und diesen Auftrag, liebe Genossinnen und Genossen, den erfüllen wir gemeinsam. Und ich bin ja auch in der Geschichte verhaftet und kenne das Lied gut, der FDJ. Da gab es ein Lied, wenn wir wollten, wie wir können, kämen wir ganz gut voran. Jeder kämpfe an der Stelle, wo er bestens kämpfen kann. Erstens natürlich nicht gegendert. Zweitens, die da am besten kämpfen können, wo sie kämpfen wollen, die müssen voneinander wissen. Die müssen die Räume, in denen sie sich bewegen, ausschreiten. Die müssen Informationen haben, die müssen am gleichen Strang ziehen. Und ich verstehe den heute hier vorliegenden Leitantrag genau in der Richtung, dass er festschreibt, auf welchem Weg wir sind, wo er das aufnimmt, was schon passiert ist, aber auch deutlich macht, wo wir weiter müssen. Und ich denke, dass es wichtig ist, uns auch noch mal bewusst zu machen, was von uns gemeinsam als Team also abhängt. Und lasst mich diesen Horizont doch aufzeigen, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir das bis 2014 nicht schaffen, in dieser besonderen, vom Bund her gesehenen Minderheitensituation, Rot-Rot, de facto in Opposition zu Merkel, Westerwelle und Co., Nein zu sagen zu sozialen und demokratischen Verheerungen, Nein zu sagen, wo soziale und ökologische Standards der Politik vom Tisch gefegt werden, wenn wir es nicht schaffen, uns den alltäglichen Lebensfragen zu stellen, dann sind wir nicht, dann war es nicht richtig, diesen Schritt zu gehen. Wenn wir es nicht schaffen, in dieser schwierigen Haushaltssituation, in der wir ein Fünftel des gesamten 10 Milliarden Haushaltsvolumens verlieren werden, ein Fünftel bis 2019, in der wir aber 18 Milliarden Schulden und 700 Millionen Zinsen erstmal noch behalten müssen und eine Schuldenbremse verordnet bekommen haben, nebst Wettbewerbsföderalismus statt solidarischem Föderalismus. Wenn wir in dieser Situation es nicht schaffen, es heute und in den kommenden Monaten zu belegen, dass soziale Veränderungen möglich sind, dass die Menschen in ihrem Alltag sehen, ihre Themen bleiben auf dem Tisch der Politik. Und wenn wir es nicht schaffen, erste kleine Schritte in Richtung dieses Politikwechsels auch zu gehen, Akzente zu setzen, ja dann wird möglicherweise, liebe Genossinnen und Genossen, in anderen Ländern und im Bund sowieso auf Jahre und vielleicht Jahrzehnte hinaus die Chance, neue, auch handlungsfähige politische Mehrheiten für unsere linke Politik zu finden, vertan sein. Kleiner haben wir es nicht gekriegt und kleiner haben wir es uns auch nicht ausgesucht. Und nebenbei bemerkt, natürlich hat sich die finanzielle Situation verschärft seit dem Bankenrettungsprogramm und dem Sozialabbau der Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob das in euren Augen nichts ist, aber die Kürzungen von Bundesseite betragen pro Kopf der Bevölkerung in Brandenburg 210.000 Euro Kürzung an Fördermittelzuweisungen pro Brandenburgerin und Brandenburger und fast 70 Euro pro Kopf Brandenburgerinnen und Brandenburger Kürzung bei den Sozialleistungen. Ich glaube, dass man das wohl in einem Landeshaushalt merkt. Und ich sage das nicht, um hier Katastrophenstimmung heraufzubeschwören, sondern um uns die Verantwortung einfach bewusst zu machen. Denn die haben wir übernommen schon lange vor dem Koalitionsvertrag, als wir gesagt haben, Veränderung beginnt mit Opposition.
Und die haben wir übernommen, als wir erstmals als Linke in einem Land ein Leitbild erarbeitet, diskutiert und öffentlich der Kritik gestellt haben. Und das war der Weg des Erfolges. Das müssen wir also weitermachen. Vor Ort Leute an Politik interessieren, an ihrem Land interessieren. Uns überlegen, welche Möglichkeiten des Handelns gibt es jetzt und welche gibt es mit anderen politischen Mehrheiten. Ja, klar. Und wir haben ganz realistische Schlüsselprojekte formuliert, von denen wir einen Teil in einen Politikwechsel mit dem Koalitionsvertrag eingeben konnten. Und nun sind wir erste Schritte in diese Richtung gegangen. Und ich finde, das waren wichtige Schritte. Und ich finde, die Richtung stimmt, liebe Genossinnen und Genossen. Das hättet ihr uns doch auch nicht abgenommen, wenn wir einfach abgebogen wären. Und sehr gute Politik heißt nicht, dass alles prima war, dass es keinen Streit gibt und dass wir keine Fehler gemacht haben. Genauso wie für jeden Einzelnen gilt auch für Fraktionsmitglieder und Ministerinnen, dass wir täglich lernen. Und mit manchem haben wir zu lange gezögert, bei manchem sind wir vorgeprescht. An anderen Stellen haben wir juristische Abläufe unterschätzt, ja. Aber wie überall anders stoßen wir auch bei den größten Gefährdungen auf die größten Gefährdungen in unseren eigenen Reihen, wenn wir nämlich vor Wahlen möglicherweise unrealistische Versprechungen machen und wenn wir uns dann nicht mehr erinnern, was wir gemeinsam beschlossen haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle all jenen danken, im Namen der Fraktion im Landtag Brandenburg, wo wir es auch nicht schaffen, das stimmt, jede Mail zu beantworten und jeden Anruf zu beantworten, auch nicht jeden Brief, das kommt immer wieder vor. Aber ich möchte euch danken für all die Kritik in diesem ein und ein Vierteljahr, für die Hilfe, für die Solidarität, auch für die Zuwendung, die wir bekommen haben. Und ich freue mich eigentlich auf die nächsten Schritte, die wir jetzt hier gemeinsam gehen. Na klar wird die Politik unserer Koalition scharf beobachtet und kritisiert und nicht nur von Freundinnen und Freunden, nicht nur von Leuten, denen die ganze politische Richtung nicht passt, mit einer derart destruktiven und unversöhnlichen Opposition im Landtag ist es natürlich schwierig, sich auseinanderzusetzen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, die größten Schwierigkeiten macht uns die Kritik derer, die eigentlich unsere Unterstützerinnen und Verbündeten sind. Auf unserem Weg, die uns bisher politisch unterstützt und getragen haben über viele Jahre. Und ich möchte sagen, dass es für mich dabei bleibt, dass jede und jeder, denen unsere Schritte, die wir jetzt gegangen sind, zu klein sind, Leute, die uns als zu zögerlich empfinden, als zu kompromissbereit, die auch Kompromisse ganz persönlich als Betrug oder Niederlage empfinden. Ich denke, wir haben nicht betrogen und ich denke, dass Kompromisse immer von mehreren Seiten zu sehen sind und wir gehen keine Kompromisse, die die Richtung gefährden, ein. Alle die, die so empfinden und uns kritisieren, die schneller, weiter und radikaler verändern wollen, sie sind und bleiben Verbündete in der Sache. Wir brauchen sie als politische Partnerinnen und Partner, um dieses Land zu verändern und um Spielräume für Veränderung zu vergrößern. Wir hatten kaum eine Woche ohne Aufregung und dennoch, das ist auch ein großes Plus gewesen, konnten wir bei den Wählerinnen und Wählern uns gut aufgehoben finden. Wir haben in der Zustimmung nicht verloren und man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger im Augenblick ihre rot-rote Regierung als solche akzeptiert. Das gab es schon andere Zeiten. Wichtig bleibt, dass wir jetzt gemeinsam diskutieren und um Lösungen ringen. Und wenn die Frage steht, wie sich die Linke definiert, dann sage ich sozial gerecht, solidarisch, demokratisch. Das sind auch die Schwerpunkte unserer Politik, von denen hier schon viele angesprochen wurden. Aber eins steht fest, wir machen das nicht mit links, liebe Genossinnen und Genossen, diese linke Politik. Wir wollen auch keine linken Dinger machen. Und wir schlagen auch keine linken Haken gegen die eigene Koalitionspartnerin. Denn um das, was in diesem Vertrag steht, zu verwirklichen, müssen wir auf diesem Abschnitt des Weges gemeinsam agieren. Und wenn wir den Auftrag des Parteitages in Strausberg erfüllen wollen, gilt das also denn auch für den Umgang mit der Koalitionspartnerin. Da ist man nicht Freundin der SPD, sondern da diskutieren wir täglich. Und das heißt trotz allem, dass natürlich die politische Partnerin auch Veränderungen durchmacht, dass wir Veränderungen durchmachen und gegenseitig miteinander gemeinsam an dieser Aufgabe wachsen. Und deshalb
haben wir uns jetzt vorgenommen, anzuknüpfen an den Prozess von vor 2009, nämlich die Leitbilddebatte. Ihr findet im Leitantrag diese Formulierung, wir wollen die Leitbilddiskussion weiterführen, aber deutlich anders als die SPD sagen wir nicht, es geht uns um Brandenburg 2030, sondern wir bleiben mal mit beiden Beinen auf dem Boden. Wir kennen die wesentlichen Zahlen des Haushalts und der Entwicklung des Landes. Wir bleiben bei 2020. Lasst uns überprüfen, ob die ersten Schritte des Politikwechsels standhalten, ob unser Land veränderbar ist. Lasst uns überlegen, welches die zweiten, die dritten, die vierten Schritte sein können, die da folgen. Stichwort Gemeinschaftsschule, Stichwort Aufwachsen in Brandenburg, Stichwort solidarische und auch verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. Lasst uns streiten um ein soziales und solidarisches Land. Und da hat die Partei ihre ganz besondere Verantwortung als Organismus, der streitet und arbeitet und nach Lösungen ringt. Denn wenn es eine Aufgabe gibt, die wir erfüllen müssen, dann, dass wir das Desinteresse, die Apathie, die Hoffnungslosigkeit, die eben auch die Hälfte der Brandenburger Bevölkerung nicht mehr mit an die Wahlurnen gehen lässt, dass wir die überwinden müssen. Und das schaffen wir nur, wenn wir Ihre Fragen auf den Tisch der Politik legen und Ihnen zeigen, wo kann man etwas verändern und auch verbessern. Und es geht uns dabei nicht bei dem Brandenburg 2020 um die Einführung des Kommunismus in einem Bundesland, sondern tatsächlich bei den bekannten Rahmenbedingungen zu sagen, bis 2014, das ist eine Etappe. Dieser Koalitionsvertrag ist ein Abschnitt. Das ist nicht das Ziel unserer Wünsche. Aber zu gucken, wo es Handlungsräume gibt, die sich mit verstärkten politischen Mehrheiten, mit mehr Unterstützung für diese Koalition auch nach 2014 abzeichnen. Das können wir jetzt und müssen wir jetzt schon tun. Wir müssen sehen, wo es weitergehen kann. Liebe Genossinnen und Genossen, wer Augen hat zu sehen und zu lesen und wer es hören will, der weiß, dass wir in der eigenen Partei bundesweit zu unserer Arbeit nicht nur Zustimmung bekommen, aber der weiß auch, dass Matthias Platzek in der Bundes-SPD mit Rot-Rot nicht der Held, sondern eher der Außenseiter ist. Und insofern ist es auch dort kein einfaches Agieren. Ich weiß im Übrigen, dass unser Sozialminister versucht hat, dafür gesprochen hat, dass die Linke mit reingenommen wurde in die Verhandlungen. Wir haben das auch kommuniziert in die Bundestagsfraktion, aber mit Dagmar und mir ist das so wie mit vielen anderen. Wir sind beide regelmäßig immer wechselseitig in Sitzungen. Das ist ganz schwierig zu telefonieren. Aber das sage ich durchaus selbstkritisch, weil die Punkte, wo wir es schaffen, gemeinsam an einem Tisch zu arbeiten, sind auch rar. Und da muss, denke ich, auch eine Partei als Ganze, als Bundespartei, eine Bundestagsfraktion als Ganze, nicht nur unsere Abgeordneten aus Brandenburg gucken, wo können wir bundespolitisch Rahmenbedingungen so verändern, dass wir die Bedingungen für eine rot-rote Koalition verbessern, die Handlungsbedingungen. Und nicht nur kritisieren, die als konstruktive Kritik sicher, aber es ist eine Aufgabe der gesamten Linken bundesweit. Es kann uns ja nicht zufrieden machen, dass wir hier in dieser Region, in Berlin und Brandenburg, im Moment die einzige rot-rote Insel in dieser Bundesrepublik sind, denn wir stoßen überall auf Grenzen. Wir können uns nicht auf das beschränken, was hier im Land zu regeln ist. Wir müssen weiter hart darum kämpfen, dass unser Einfluss im Bund größer wird, dass wir auch dort Verbündete finden, im Übrigen auch die SPD Verbündete findet in ihrer Partei für diese Politik. Und das können wir nur gemeinsam. Und bei der Moderation, bei der Debatte zu Konflikten, sage ich, dabei können wir keine Routine entwickeln. Das geht auch nicht mit Routine. Man gewöhnt sich an Ärger, aber nicht gewöhnen dürfen wir uns daran, dass wir sagen, na ja, das geht eh nicht zu machen. Wir müssen wach bleiben, denn es ist doch ganz normal, die Konflikte, die wir jetzt hier erleben, Sozialkürzungen umzusetzen, schlechte Haushaltsbedingungen, Haushaltskonsolidierung zu realisieren, ein Schulsystem zu reformieren, die Fragen des Sozialabbaus trotz der Folgen von Hartz IV, die ausgedünnten schwindsüchtigen Haushalte der Kommunen. All das sind Bedingungen, unter denen wir handeln, an die wir uns nicht gewöhnen dürfen. Aber die Widersprüche, die sich daraus ergeben, die Widersprüche dieser Gesellschaft sind unsere. Wir wollten eine Volkspartei sein in diesem Land. Wir haben fast 30% der Wählerinnen und Wähler, die uns zusprechen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wo, wenn nicht bei uns in der Partei, müssen diese Widersprüche sich widerspiegeln? Und das heißt, wenn wir sie hier nicht debattiert und geklärt bekommen, wie soll es dann in einer Gesellschaft demokratisch möglich sein? Deshalb ermutigen mich diese Debatten. Aber wie gesagt, wie wir diese Konflikte lösen,
Das ist die Voraussetzung dafür, wie wir auch die Ziele, die wir gemeinsam haben, realisieren können. Und an der Stelle noch ein Wort an die Gäste der Gewerkschaften. Doro ist jetzt nicht mehr da. Aber ich wünsche mir natürlich, dass wir beim Vergabegesetz, bei der Debatte, eben gleichzeitig Bundesebene und Länderebene denken und berücksichtigen. Und ich wünsche mir auch, dass 32.000 Angestellte und Beamten dieses Landes nicht gegenübergestellt werden gegen die Interessen der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger oder der Leute, die langzeitarbeitslos sind. Hier müssen wir als Linke in Regierungsverantwortung beide denken. Und das ist ja das Einfache, was schwer zu machen ist, diese Widersprüche auszuhalten. Wir haben, das stimmt, vor der Wahl bestimmte Dinge zugesagt und wir haben, das stimmt, bei den Personalzahlen in den Verhandlungen das Ziel, was wir verhandeln wollten, nicht erreicht. Das ist aber nicht ein Verrat, sondern ein Kompromiss. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt gemeinsam weiter? Ich wünsche mir auch, dass die Tarifverhandlungen Erfolg haben. Ich wünsche mir auch, dass wir solidarisch miteinander weiterarbeiten wie in den letzten Jahren. Aber eins geht nicht, vielleicht. Dass man eine rot-rote Regierung als Partnerin oder Gegnerin mit den gleichen Eskalationsroutinen bearbeitet und die gleiche Form der Auseinandersetzung sucht, wie man es mit Rot-Schwarz oder Schwarz-Gelb macht, als Gewerkschaften, die inhaltlich mit uns gemeinsam streiten. Und ich wünsche mir die Wucht der Gewerkschaften eben auch beim Thema Leiharbeit und Armut, da wo Langzeitarbeitslose, die nicht in Gewerkschaften sind, eben auch vertreten werden. Und da hat mich sehr nachdenklich gemacht die Rede vom DGB-Chef Sommer auf unserem Parlamentariertreffen letzte Woche in Magdeburg. Das kann man sich noch mal angucken, denke ich, auch im Netz. Der gesagt hat, wir müssen die Konfrontation rausnehmen. Wir müssen sachlich miteinander arbeiten. Wir müssen alte Gräben überwinden und auch die Zusammenarbeit, der Streit zwischen Linken und Gewerkschaften muss eine neue Selbstverständlichkeit finden. Er hat die Themen aufgemacht, Equal Pay, Leiharbeit, Extremismusbekämpfung, Extremismusklausel. Er hat das Spannungsfeld aufgemacht, ich lese ja auch GdP-Zeitungen, über den Einsatz der Polizei in Dresden, wo schwere Kritik gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten geäußert wurde. Und ich sage, wir haben auf der anderen Seite hier Menschen im Land, die wollen ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen gegen Nazis. Und da müssen wir gucken, wie können wir in den Gewerkschaften genauso die Debatten mit anstoßen, wie im spannungsreichen Verhältnis zur Linken als Partei. Da weise ich uns und hoffe ich auch, uns auf einen guten Weg. Im Übrigen finde ich, mit der Polizeireform ist das so schlecht in der Debatte dann auch nicht gelaufen, weil du weißt, dass wir mit dem, was Speer auf den Tisch gelegt hatte, nicht mal die SPD einverstanden war, auch nicht mit der Art und Weise, wie es gelaufen ist. Aber gerade im Dialog als Partnerinnen und Partner sollten wir in der nächsten Zeit gemeinsam die Dinge bewegen in diesem Land zugunsten der Ziele, die wir genannt haben und die uns einen. Ein anderes so ein Streitthema war CCS, darüber reden wir ja nochmal. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, wir haben den Koalitionsvertrag gemeinsam beschlossen im Wissen um diesen Konflikt. Und es wird unser Schmerzpunkt sein. Und natürlich haben wir übrigens diesen Kompromiss, der da drin steht, den Schutz der Bevölkerung, ihrer Interessen, der Umwelt. Das hat Ralf Christoph was aufgeschrieben, das haben wir da rein verhandelt. Sonst wäre es zu diesem Kompromiss nicht gekommen, denn die SPD wollte CCS als Zukunftsoption. Wir halten es nicht für die Zukunftsoption. Und diese Meinung hat sich bis heute nicht geändert. Ja, selbstverständlich haben wir gehofft, dass die Zeit, die juristischen Klärungen, die Debatten vor Ort, der Widerstand, die Frage, wie ist diese Technologie überhaupt zu erforschen, wie sind die Risiken zu erforschen, dass mit der Zeit auch Antworten kommen auf die vielen offenen Fragen. Ja, wie denn nicht? Und natürlich wollen wir politische Mehrheiten verändern, die wir übrigens mit dem Volksbegehren damals im Land noch nicht hatten, wie ihr wisst. Und natürlich haben wir im Land eine Lausitz. Und natürlich haben wir Arbeitsplätze auch dort, Gewerkschaften auch dort, die was ganz anderes streiten. Wie bringt man die Widersprüche zusammen? Und da will ich nur eins an dieser Stelle sagen. Egal, wer hier wen wie titelt, als Freund, Pressesprecher oder Vertreter von Firmen, kein einziges Mitglied dieser Landesregierung, und ich hoffe, das teilen wir auch, liebe Genossinnen und Genossen, handelt in dieser Frage für mich kopflos, nicht herzlos und nicht gewissenlos. Und das soll auch so bleiben. Und der Lausitzer Klassiker Gerhard Gundermann, der hat es auf den Punkt gebracht, finde ich, mit einem seiner Texte.
Und da singt er in der letzten Strophe: Darum, Kumpel, lass dir flöten. Wer stets auf der Stelle steht, der kann auch nicht in die Scheiße treten, weil er gar nicht erst losgeht. Wir sind aber losgegangen. Und natürlich hoffe ich, dass wir so wenig wie möglich in die Scheiße treten und dass das nicht vorkommt. Darum sitzen wir hier gemeinsam auf diesem Jahr Parteitag, liebe Genossinnen und Genossen. Die Themen, an denen wir im Land arbeiten und wo wir bundespolitisch Unterstützung brauchen von unserer Fraktion, wie gesagt, nicht Stinkefinger, sondern Gesetze zu bearbeiten, zu kritisieren, Themen zu setzen, unsere Handlungsspielräume möglichst zu erweitern, indem wir auch im Chor der Länder zum Beispiel dann Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Das sage ich ganz klar, sind Steuer- und Finanzpolitik, der Wettbewerbsföderalismus, die Schuldenbremse, Kommunalfinanzen, Mindestlohn. Mit einem bundesweiten Mindestlohn hätten wir eine ganze Reihe der juristischen Fingerhakeleien zwischen den Ministerien gar nicht erst gehabt. Klimaschutz, Atomkraftwerke, Energiestrategie, Arbeitsmarktpolitik. Ja klar, das, was an ÖBS begonnen hat, ist in Gefahr. Aber jetzt müssen wir sehen, wie wir die vorhandenen Mittel so einsetzen, dass wir sie nicht nur für die Finanzierung von Arbeitslosigkeit, sondern auch für die Finanzierung vernünftiger Arbeit nutzen. Hartz IV, Residenzpflicht, Bundesbergrecht, Paragraph 218. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Thema öfter benenne, auch wenn es hier merkwürdig ruhig geworden ist. Denn das, was wir im Augenblick hier gleichstellungspolitisch im Land machen, ist wirklich was anderes. Ich freue mich, dass wir ab nächste Woche das Konzept dann öffentlich vorgestellt haben zur Gleichstellung im Land Brandenburg. Lasst es uns aufgreifen, liebe Genossinnen und Genossen, und anknüpfen an eine, ja, an eine mutigere Gleichstellungspolitik, die aber auch diese Frage nach dem Paragraph 218 beinhaltet, nämlich ob ein Mensch eine Selbstbestimmung über seinen Körper überhaupt hat. Laut Bundesrecht haben wir es nicht. So, und dann sind wir auch an der Stelle, wo wir feststellen, dass mit Rot-Rot im Land die Brandenburgische Frauenwoche vorige Woche in Oranienburg politisch eröffnet wurde mit einem Porträt von Clara Zetkin, mit einer Darstellung ihrer Positionen, eine Sozialdemokratin, später Kommunistin, eine Kritikerin Stalins, eine mutige Frau, die das Jahrhundert vorbereitet hat, die beteiligt war an diesem ersten Jahrhundert Frauen. Tag internationaler. Lasst uns das zweite Jahrhundert beginnen, indem wir überlegen, was sind unsere Schritte und unsere Schwerpunkte. Und liebe Männer, lasst es uns weiter wie bisher solidarisch miteinander auskämpfen. Die unselige Extremismusdebatte ist hier schon genannt worden. Die ist für Linke eine gefährliche Sache. Weil wenn wir uns auf diese aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht haltbare Extremismusdebatte einlassen, dann heißt das, dass wir regelmäßig an den Stellen Gefahren nicht erkennen, wie jetzt zum Beispiel mit der Extremismusklausel, wo schon vorgekommen ist, dass einer gesagt hat, ja na klar, bekennen wir uns zum Grundgesetz und ja na klar. Aber was mit dieser Extremismusklausel verbunden ist, zielgerichtetes Ausforschen und die Verhinderung eigentlich einer Stärkung der Zivilgesellschaft, das haben wir inzwischen bundesweit erkannt. Deshalb ist auch das ein Thema, was wir im Land mit der Regierung, die übrigens viele Fragezeichen an diese Extremismusklausel gestellt hat, das auch öffentlich bekannt hat, aber was wir auch im Bund bearbeiten müssen. Wir arbeiten in Brandenburg in dieser Koalition nicht unter sterilen Laborbedingungen, sondern im rauen politischen Klima. Und ich möchte einfach noch mal darum bitten, dass unsere eigene Aufregung und unsere eigene regelmäßiger Zweifel uns nicht den Blick auf das verstellen dürfen, was wir mit unserer politischen Arbeit schon erreicht haben. Und dieses Faltblättchen, Bilanz, ein Jahr rot-rot, das ist ja keine Schönfärberei, sondern, liebe Genossinnen und Genossen, das ist Arbeit, die wir zusammen geleistet haben. Und Wolfgang Metlik hat auf unserer Klausur, da hatten wir diesen Erfahrungsaustausch, was kann Linke in Regierungen, es auf den einen Punkt gebracht. Es ist nicht egal, wer das Land regiert, liebe Genossinnen und Genossen. Denn die schon genannten Punkte von Kita-Personalschlüssel über Lehrereinstellungen, ja, es sind zu wenig. Und ja, in anderen Ländern wird besser bezahlt. Und wir brauchen eine andere Schule. Bis hin zu den Dingen, die hier justizpolitisch laufen, über ein Vergabegesetz, über den Nachhaltigkeitsbeirat, den es jetzt bei der linken Umweltministerin gibt und der ihr und uns helfen wird, das Thema Nachhaltigkeit im Land und die erarbeitete Strategie hier auch öffentlich zu diskutieren und zu qualifizieren. All diese Dinge wären doch mit der CDU in der Regierung überhaupt nicht möglich gewesen, weil sie nicht gewollt hätte.
Das heißt, das Land sieht jetzt schon anders aus. Und mit einer CDU in der Landesregierung hätte es eine Zustimmung zu der Hartz-IV-Reform gegeben, keine Frage. Und hätte es keine Bundesratsinitiative gegeben für eine gerechte Finanz- und Steuerpolitik, die wir gemeinsam mit Berlin als Minderheit im Länderchor. Veränderung beginnt mit Opposition. Wir werden mit dieser Bundesratsinitiative nicht durchkommen, aber wir haben das Thema gesetzt. Wir haben es ermöglicht, dass das diskutiert wird. Und wir erfahren in den Debatten der Fachminister regelmäßig zu den Argumenten unserer Ministerinnen und Minister Zuspruch. Das sagen die da nicht laut, aber die nehmen das mit. Und wenn wir so weiterarbeiten, wie jetzt auch bei der Klage gegen die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, die wir mit angeschoben haben, all das wäre doch undenkbar mit der CDU. Das Schüler-BAföG hätte die SPD wahrscheinlich nicht mal mit ihren anderen Landesverbänden durchbekommen. Und einige andere Fragen, Datenschutz, Residenzpflicht, all das wäre ohne uns nicht passiert. Das alles ist nicht nur Papier, das prägt die Realitäten hier im Land. Schaut euch den Haushalt 2011 an, diskutiert mit uns über die Aufgabenstellung des Haushaltes 2012, da haben wir jetzt erst angefangen. Und all das, liebe Genossinnen und Genossen, mag es dem einen zu wenig sein, dem anderen nicht bissig genug. Ich weiß nicht, wie das mit dem Beißen so ist, Harald. Also Stutenbissigkeit ist ja bei Frauen sowieso ganz verrufen. Also ich würde mich da mit dem Bissig zurückhalten. Aber es ist ein Arbeitspapier, liebe Genossinnen und Genossen. Es schreibt was fest, es beschreibt den Weg und es sagt vor allen Dingen gegenüber den Wählerinnen und Wählern im Land eins. Die Linke steht zu ihren Zusagen und arbeitet an den Projekten, die sie vor der Wahl auf den Tisch gelegt hat. Das ist das entscheidende Signal, was auch mit diesem Leitantrag ausgestrahlt wird. Wenn wir ihn beschließen, heißt das, wir sind verlässlich. Das ist kein Strohfeuer, das ist keine Taktik, sondern ist das der schwierige Weg, den wir gehen müssen, wollen, gemeinsam. Wach und wachsam, nicht in der Routine des Alltags untergehen und, liebe Genossinnen und Genossen, uns nicht in dem Hier und Heute Machbaren einrichten. Das ist das, was uns möglicherweise von anderen unterscheidet. Das ist vielleicht Opportunismus, dass man sagt, bis hier kommen wir und weiter geht's nicht. Und deshalb ist es gut, wie es ist. Wir sagen, bis hierher kommen wir in der jetzigen Konstellation bis 2014. Und wir wollen schon besprechen, wie es weitergehen kann. Wir haben ein anderes Land Brandenburg, ein sozial gerechteres im Auge, als es jetzt ist. Und wir haben auch eine andere Bundespolitik vor, als sie jetzt möglich ist. Also lasst uns nicht im Machbaren einrichten, sonst übersehen wir die Gefahren und die Fettnäpfchen. Und was noch viel schlimmer ist, wir übersehen auch die Chancen. Das soll uns nicht passieren. Ich wünsche uns Erfolg.